Noch sieht es hier recht leer aus, aber das wird sich morgen schlagartig ändern. Vor dem Spiel 13.30 Uhr ist Anpfiff, Hansa Rostock gegen Lübeck. Die Fans können das kaum erwarten. Was kann man tun? Am besten sich ablenken mit Süßem. Zeit, sich vorzubereiten. Für Konditorin und Hansa-Fan Nicole. Die Hansa-Fans lieben ihren Verein, sie fiebern damit und da ist halt einfach richtig Stimmung und richtig Energie dahinter. Ich finde, es ist halt so ein bisschen unwirklich, ne? Es ist irgendwie so, oh Gott, jetzt ist der Moment endlich da, es könnte klappen. Sie sind ein Team, eingespielt. Zusammen lösen sie alles. Ich muss die Dinge erstmal hinkriegen. Das geht nicht. Komm, ich helf dir. Was das denn? Ah ja, klasse, ey. Ah ja, ich hab schon ein paar PKs mehr als du. Und nun hatten sie ja irgendwie nicht so viel Glück in den letzten Jahren. Und man kennt es ja noch aus anderen Zeiten. Und deswegen wünscht man und hofft man sich natürlich, dass sie wieder zur alten Stärke zurückfinden, ne? Die ganze Mannschaft ist heiß. Wir haben schon gesagt, wir würden am liebsten am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag schon spielen, weil wir so auf dieses Spiel hinfiebern. Das süße Ende. Fast da. Der Anfang vor 8 Monaten. Jan Löhmannsröben, das erste Tor, der erste Erfolg. 19 weitere folgen. Ein Sieg morgen gegen Lübeck und alles ist klar. Und wenn Ingolstadt parallel nicht zaubert, reicht auch ein Punkt. Am letzten Spieltag hat dann die Tabelle natürlich Bestand. Und deswegen werden wir schon auch immer informiert sein, was auf den anderen Plätzen dann eben doch los ist. Die letzten Stunden, die letzten Handgriffe. Jetzt noch etwas ganz anders machen oder sich stur an das Erfolgsrezept halten. Ich glaube, wir treffen uns wie immer im selben Hotel, essen zusammen, machen Spaziergang, fokussieren uns aufs Spiel. Und ja, dann gehe ich mal davon aus, dass jeder am Spieltag seine beste Leistung bringen wird. Jetzt stehen wir alle da und ja, freuen uns und fiebern mit und sind alle ganz aufgeregt wegen Samstag. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen, ganz klar.